Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Spieltag 24 steht an. Der FC St. Pauli zu Hause am Millerntor gegen Dosenclub. Die letzte Folge war ja doch erfolgreich, möchte ich sagen. Wir haben 1-0 gewonnen. Und dann 1-1 gegen Hoffenheim. Frankfurt 1-0 gewonnen gegen Hoffenheim 1-1. 4 Punkte aus 2 Spielen. Gar nicht so schlecht. Aber hier sind wir mit Müller im Tor. Wittek heute mal als Linksverteidiger. Löwen immer noch auf der 8. Entschuldigung, auf der 6. Heute mal mit Gaines in der Startposition. Eisfeld wieder dabei. Und ganz vorne Kone und Osave. Man kennt ihn. Nketiah, Isak, Ito, Sousa, Green, Lacazette und Verlat auf unserer Bank. Die Mannschaft von RB Dosenclub mit Hulacsi im Tor. Gerhard, Kehrer, Orban und Jirzeiko, Demme und Keita, Bruma und Lamela und vorne drin mit Werner und Abubakar. Auf der Bank haben sie Nwogo, Nukan, Forsberg, Paulsen, Upamecano, Kampel und Augustin. Damit gehen wir rein in die Partie und hoffen, wobei ich das komisch finde, dass wir jetzt wieder gegen Leipzig spielen, da wir Spieltag 17 war es, glaube ich, der letzte Spiel der Hinrunde eigentlich, wir ebenfalls gegen Leipzig gespielt haben und jetzt schon wieder, weiß nicht, was FIFA da für eine komische Spielplan, was die für einen komischen Spielplan einhalten, weil eigentlich spielt man ja genauso wieder, wie man quasi angefangen hat. Aber das Leipzig-Spiel müsste dann quasi unser eigentlich letztes Spiel der Saison sein. Aber das ist halt hier bei FIFA nicht so. Also gehen wir jetzt schon wieder gegen Leipzig. Oh, Forsberg hier. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Schön hier von Löwen. Bei guten Leistung. Arkone hier deutlich schneller als Orban. Kann er ihn machen? Nein, kann er nicht. Schade, schade, schade. Das war zu leicht. Gains. Ach ja. Du setzt gut den Körper ein. Du spielst gute Pässe, aber schießen. Das ist noch nicht so deins. Hier von Eisfeld nagelt ihn einfach mal wunderschön in das Tor. Hulacsi ohne jegliche Abwehrchance. Und damit steht es 1-0 für St. Pauli. Wir schauen uns mal das schöne Tor an. Eisfeld fasst sich einfach mal ein Herz und nagelt ihn aus 16, 17, 18, 19 Metern. Schätzt 19 Metern oben rechts unhaltbar ins Eck. Sehr schön gemacht. 1-0 hinten. Andalot. Lässt sich typieren von Werner. Lienhardt. Holt ihn sich. Und spielt den Ball ins Innenelf. Na, komm schon. Alte Scheiße. Na, nagelt ihn Werner aber wirklich schon ins Tor. Und damit steht es 1-1. So viel Platz darf man ihm dann auch nicht lassen. Also auch Müller ohne Chance. Und Lina mit dem Kopf. Aber leider vorbei. Oh, sehr schön hier. Kone, macht ihn bitte rein. Eisfeld, macht ihn bitte nochmal. Zwei gute Chancen hier, die wir beide liegen lassen. Geht's ab. Oh. Gibt's auch gar nicht. Damit denke ich mal, ja, das war's. Halbzeit 1-1. Ist ja ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Macht Spaß. Gucken, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht. Bis gleich. So,
Da sind wir zurück. Eine Wechseländerung haben wir vorgenommen. Oné geht raus, der sich ganz schön aufgerieben hat, aber mal wieder glücklos bleibt. Für ihn spielt Edward Nketiah. Heute vielleicht mal wieder mit einem Tor. Schön wäre es, wäre ihm zu gönnen. Kommt ja im Moment auch nicht viel Einsatzzeit. Ja, schön hier von Löwen. Aber er bleibt am Ball. Ah, den kriegt er sofort wieder. Die Sau. No. Hallo. Ah, kein Problem. Dalot ist da und spielt ihn in die Füße des Torschützen. Über auf Lamela. Jawohl, Lamela war's. So kann man natürlich auch ein Tor vorbereiten von Dalot. Lamela macht es dann wieder wunderschön. Also ich muss sagen, drei wunderschöne Tore bisher gesehen in diesem Spiel. Leider zwei davon vom Dosenclub, eins von uns. Boah, sehr schön hier von Nketiah auf Josviak. Aber der Pole ist leider... Genau aus diesem Grund spielt Nketiah nicht so oft. Auch eine kleine personelle Änderung. Eisfeld ist jetzt rausgegangen. Für ihn kam Ito ins Spiel, der jetzt den rechten Flügelstürmer spielt. Osave ist in die Mitte gerückt. Und links spielt weiterhin. Schön hier von Lienhardt war's. Komm, Osave holen ja. Schade. Da prüfe ich meinen eigenen Torhüter. Was damit? Ich bin jetzt auf totalen Angriff. Und wenn ich jetzt 3-1 verliere, ist mir das auch egal. Wird das letzte sein, was jetzt passiert hier. Oh Mann, lass mich doch diesen Angriff noch. Ja, damit verlieren wir das erste Spiel dieser Folge gegen Leipzig. Leider mit 2:1 und sehen uns im nächsten Spiel gegen Gladbach wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zur zweiten Partie dieser Folge. Spieltag 25, Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli im heimischen Borussia Park. Mal wieder ein Auswärtsspiel. Hatten wir noch nicht so oft heute. Ja, das erste Spiel. Hier haben wir nochmal die Tabelle. Wir sind auf Platz 9. Gladbach Platz 3. Durch die Niederlage konnten wir uns leider nicht nach vorne schieben. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch in dieser Partie 3 Punkte einfahren. Ist ja ganz klar. Haben wir letztes Mal 10 Spiel gewonnen. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber jetzt werden wir es hoffentlich schaffen, um wieder 3 Punkte zu holen. Rein in die Partie. Auf geht's. Ito. Achso, eine Änderung haben wir. Josviak ist raus und dafür spielt Ito. Ansonsten alles beim Alten. Osawa wieder vorne drin. Und Kone natürlich. Man kennt ihn. Uns leider das Genick gebrochen haben. Oh. Möwen hier, sehr schön. Auf Eisfeld und Eisfeld. Kone. Sehr schön hier von Kone.
Das zweite Tor von Moussa Kone. Eiswert hätte das Tor auch machen können. Wurde aber leider abgeblockt und Kone steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und schiebt ihn locker und leicht vorbei an Jan Oli wieder nach vorne. Mit Sousa ihn einfach mal beherzt versucht ins Netz zu legen. Leider knapp dran scheitert. Junior Osave. Da ist er frei. Macht er seinen 12. Treffer? Nein, er macht es nicht. Schade. Fuck. Rigoni. Ah, den holst du den. Oh, durch die Beine. Das kostet eine Kiste. Am besten, den hast du. Ah, sehr schön. Vom Osave. So ist er. Lina hat den, hast du doch. Dann holt er sich ab. Oder beste. Abseits. War knapp. So ins Auge gehen können. Ja, spielt dann einfach mal so mit sich selber. Eiswild, komm, komm. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Hä? Wo bitte war der Abseits? Na egal, war eh nicht drin. Am besten, aber nicht so. Du bist schon gelb, wohl das ist. Damit gehen wir mit einem 1-0 in die Halbzeitpause und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ich glaube, es ist eine Premiere. Anpfiff der zweiten Halbzeit und wir haben nichts verändert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das jemals gab. Aber es gibt einfach nichts zu verändern. Wir spielen ganz gut. Nehmen gut mit. Führen 1-0. Also kein Grund, irgendetwas zu verändern. Ich hätte Beste rausgenommen, weil er gelb vorbelastet ist. Aber ich habe leider niemanden, der links spielen kann. Ja, da ist das Tor von Gladbach. Spieler mit der Nummer 15 ist, glaube ich, Stindl. Lars Stindl mit seinem 9. Tor. Kann man mal so machen. Damit steht es 1-1 unentschieden. Wieder alles offen, wieder alles drin. Hätte ich vor der Halbzeit das Ding gemacht. Ja, vor der Halbzeit, nach der Halbzeit. Leckt mich, zählt nicht. Wenn ich das Ding nicht mache. Bin hier von Kone. Einfach mal abziehen. Und darauf hoffen, dass er an Jan Sommer vorbeigeht. Schön von Müller hier. Holt euch den Ball. Dann kann man einen dicken, schönen Konter starten. Jawohl, jawohl. Er kann ja einfach so durchmarschieren, oder was? Hallo. Es ist doch nicht dein fucking Ernst, Alter. Ja, damit steht's 2-1 für Gladbach. Der Spieler mit der Nummer 26 macht hier das Tor. Raúl Bobadilla. Mann, ey. Schön hier. Mann, da ist wieder so ein Scheißbein dazwischen. 2-1 verloren.
Und ich denke mal, wir werden noch zwei Partien jetzt einmal simulieren, damit die Saison noch ein bisschen schneller voranschreitet. Und wir schauen noch mal, gegen wen das sein wird. So, damit sind wir bei der nächsten Partie angekommen, die wir simulieren werden. Ja, Wolfsburg werden wir einmal simulieren. Schauen einfach mal, ob wir diese Folge noch mit einem Erfolgserlebnis gehen oder das dritte Spiel in Folge verlieren werden. Dieser Raum macht hier das 1-0 für Wolfsburg. Sieht also nicht so gut aus. Gila Wugi verletzt sich. Mali mit dem 2-0. Sehr erfolgreich. Verlieren 3-0. Majoral macht noch das 3-0. Ach, wisst ihr was? Wir simulieren. Schauen, ob wir das vierte Spiel in Folge verlieren. Oder ob wir gegen die Kölner gewinnen können. Natürlich nicht. Cocielo mit dem 1-0. Na, passiert hier noch was? Eisfeld verschießt den Elfmeter. Ba, ba, 68. Minute, einmal noch. Damit steht es 2-0 für Köln. Und damit verlieren wir auch. Viertes Spiel in Folge dieser Folge. Und damit sage ich ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. FIFA 18. Bis dahin. Ciao.